Herzlich willkommen zurück zu Sie haben Recht. Ich bin Patrick Heinz. Ich bin Theresa Kamp. Und heute spreche ich ein bisschen über Obsorge- und Kontaktrecht, weil da gibt es doch Unterschiede, die vielen Leuten nicht bekannt sind. Zunächst also mal die Obsorge. Bei der Obsorge geht es darum, dass für ein minderjähriges Kind Pflege und Erziehung, die Vermögensverwaltung und die gesetzliche Vertretung geregelt sein muss. Da ist es dann so, dass wenn beide Eltern miteinander verheiratet sind, beiden Elternteilen die Obsorge zukommt. Lassen sich die verheirateten Eltern scheiden, dann muss es eine Einigung darüber geben, entweder im Rahmen einer einvernehmlichen Scheidung oder durch eine Entscheidung des Gerichtes, wem denn zukünftig die Obsorge zukommen soll. Also ob beiden oder nur einer Person. Sind die Eltern nicht miteinander verheiratet, so gilt grundsätzlich einmal, dass der Mutter die Obsorge zukommt. Es kann aber auch vereinbart werden, dass beiden Eltern die Obsorge gemeinsam zukommen soll. Seit 2013 tendieren die Gerichte auch eher dazu, dass wenn es zu einem Verfahren über die Obsorge kommt, beiden Eltern gemeinsam die Obsorge zuzusprechen. Aber Theresa, was ist jetzt genau der Unterschied dann zum Kontaktrecht? Also unter Kontaktrecht versteht man das Recht der Eltern auf Kontakt zu den Kindern und auch das Recht der Kinder auf Kontakt zu den Eltern. Das Kontaktrecht hat man früher auch Besuchsrecht genannt. In einem optimalen Szenario können sich die Eltern darauf einigen, wer die Kinder wann sieht, wer sie wo abholt und wie man die Kontakte untereinander regelt. Wenn das aber nicht klappt und es dazu keine Einigung kommt zwischen den Eltern, dann braucht es natürlich auch da eine richterliche Entscheidung. Bei einer Entscheidung über das Kontaktrecht berücksichtigt das Gericht einerseits das Alter des Kindes und auch die bisherige gelebte Praxis. Das heißt, wie viel Zeit hat welcher Elternteil bis jetzt mit dem Kind oder den Kindern verbracht. Oberstes Gebot ist immer das Kindeswohl. Um jetzt ein konkretes Beispiel zu geben, wird bei einem 8 Monate alten Baby, das von seiner Mutter noch gestillt wird, vermutlich dem Vater ein geringeres Kontaktrecht zugesprochen werden, als bei einem 7- oder 8-jährigen Schulkind, das bis jetzt auch eine sehr gute und intensive Beziehung zu beiden Elternteilen gepflegt hat. Verfahren zur Klärung der Obsorge- und Kontaktrechte werden vor den jeweils örtlich zuständigen Bezirksgerichten abgeführt. Dabei kommt nicht nur den Richterinnen eine wichtige Position zu, sondern auch der sogenannten Familiengerichtshilfe. Bei der Familiengerichtshilfe arbeitet besonders psychologisch geschultes Fachpersonal. Und diese Personen sollen den Richterinnen dabei helfen, natürlich im besten Sinne des Kindes, also wieder im Sinne des Kindeswohls zu entscheiden. In dem von uns immer wieder beschworenen optimalen Szenario kommt es hoffentlich zu einer raschen Klärung und Entscheidung durch das Gericht. Aber leider kommt es in der Praxis doch sehr häufig auch dazu, dass es jahrelange Streitigkeiten gibt, teilweise auch unter Beiziehung von externen Fachgutachterinnen. Wir werden natürlich auch in zukünftigen Videos immer wieder Detailfragen zu Obsorge- und Kontaktrecht beantworten und freuen uns, dass Sie auch das nächste Mal wieder einschalten. Dankeschön und vergessen Sie nie, Sie haben Recht.